Vor 6 Tagen wurde das Schiff feierlich getauft und heute begleite ich die Rainbow Warrior 3 auf ihrer ersten Fahrt von Berne nach Hamburg. Dank der Unterstützung von Hunderten von Arbeitskräften, von 100.000 Spenden, ist es möglich geworden, die Rainbow Warrior 3 nach 1,5 Jahren Arbeitszeit endlich fertigzustellen. Im Hamburger Hafen wird die Rainbow Warrior 3 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Rainbow Warrior 3 ist ein Versprechen, dass Greenpeace sich auch in Zukunft für Umweltschutz, für Meeresschutz einsetzen wird. Sie wird dorthin fahren, wo die Umweltverschmutzung stattfindet und die Umweltverschmutzung stoppen.